In diesem Slidecast lernen Sie zwei elementare Prinzipien des deutschen Zivilrechts kennen, das Trennungs- und Abstraktionsprinzip. Dazu werden wir zunächst die für das Verständnis benötigten Begrifflichkeiten des Verpflichtungs- und des Verfügungsgeschäfts erläutern. Anschließend wird erklärt, was die Unterscheidung nach dem Trennungsprinzip bedeutet, was es mit dem darauf beruhenden Abstraktionsprinzip auf sich hat und wie dies bei der Fallbearbeitung zur Anwendung kommt. Beginnen wir mit den zentralen Begrifflichkeiten und zunächst dem Verpflichtungsgeschäft. Dieses wird auch kausales Geschäft genannt und begründet die Pflicht des einen Vertragspartners, etwas an den anderen Vertragspartner zu leisten. Bestes Beispiel ist der Kaufvertrag gemäß § 433 BGB. Das Verpflichtungsgeschäft bedeutet dabei, dass der Käufer einer Sache den Anspruch auf Übergabe und Übereignung der Sache erhält, der Verkäufer den Anspruch auf Zahlung, bildlich gesehen die Übergabe und Übereignung der Geldscheine und Abnahme der Kaufsache durch den Käufer hat. Dieses Verpflichtungsgeschäft ändert aber noch nichts an der Rechtslage, nämlich der Eigentümerstellung der Sache. Um nämlich die Änderung in der Rechtslage herbeizuführen, bedarf es eines sogenannten Verfügungsgeschäfts, auch abstraktes Geschäft genannt. Durch ein Verfügungsgeschäft wird ein Recht, zum Beispiel das Eigentum an einer Sache, übertragen, aufgehoben, belastet oder verändert. Für bewegliche Sachen hat der Gesetzgeber die Verfügung in § 929 fortfolgende BGB geregelt. Die Eigentumsübertragung, Übereignung genannt, ist dabei, wenn man sich § 929 Satz 1 BGB einmal genauer anschaut, ein zweiaktiger Tatbestand. Es bedarf einer Einigung über den Eigentumsübergang und zusätzlich einer Übergabe der Sache, wobei die Einigung zum Zeitpunkt der Übergabe bereits vorliegen muss. Im Gesetz werden weitere Verfügungen geregelt, bei denen der zweite Teilakt, also die Übergabe, unter bestimmten Voraussetzungen ersetzt werden kann. Die Einigung über den Eigentumsübergang muss aber immer vorliegen. Auf unser letztes Beispiel, den Kaufvertrag übertragen, wird beim Verfügungsgeschäft also das Eigentum an einer Sache übertragen. Der Kaufpreis wird Eigentum des Verkäufers und dafür wird die Ware, in dem Fall ein Auto, Eigentum des Käufers. Häufig ist in alltäglichen Rechtsgeschäften die Unterscheidung in Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft aber nicht so offensichtlich, wie folgendes Beispiel zeigt. Nehmen wir an, Max geht zum Bäcker, um ein Croissant zu kaufen. Als er an der Reihe ist, teilt er der Verkäuferin seinen Wunsch, ein Croissant zu kaufen, mit. Diese nimmt das Croissant aus dem Regal, übergibt es an Max, der ihr gleichzeitig den 1 Euro, den das Croissant kostet, überreicht. Erst beim genauen Hinsehen kann man Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft differenzieren. Max und die Verkäuferin, stellvertretend für den Bäckereiinhaber, haben einen Kaufvertrag über das Croissant abgeschlossen. Dieser ist gleichzeitig das Verpflichtungsgeschäft und hat auf Max' Seite einen Anspruch auf Übereignung des Croissants, auf Seiten des Bäckereiinhabers als Verkäufer einen Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises und auf Abnahme des Croissants durch Max zufolge. Der Kaufvertrag ist aus zeitlicher Sicht nahezu gleichzeitig mit dem Verfügungsgeschäft, also dem Eigentumsübergang, vonstatten gegangen, und zwar in dem Moment, als Max das Croissant gereicht bekommen hat und selbst das Geld überreicht hat. Es fanden also zeitgleich mit dem Schluss des Kaufvertrags sowohl eine Übereignung des Croissants als auch eine Übereignung des Eurostücks statt. Noch einmal zur Verdeutlichung. Das Trennungsprinzip besagt, dass bei Rechtsgeschäften das schuldrechtliche Verpflichtungsgeschäft immer vom sachenrechtlichen Verfügungsgeschäft unterschieden wird. Wie wir gesehen haben, auch dann, wenn der Lebenssachverhalt dies auf den ersten Blick nicht so deutlich hergibt. Auf dem Trennungsprinzip beruhend besagt das Abstraktionsprinzip, dass das kausale Verpflichtungsgeschäft in seiner Wirksamkeit unabhängig vom dazugehörigen Verfügungsgeschäft ist und umgekehrt. Ist also das Verpflichtungsgeschäft aus irgendeinem Grund nicht wirksam, wirkt sich das nicht auf die Wirksamkeit des Verfügungsgeschäfts aus, insofern dieses nicht selbst aus gesonderten Gründen unwirksam ist. Deshalb sind in der Fallbearbeitung stets beide getrennt voneinander auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen. In diesem Slidecast haben Sie gelernt, was das schuldrechtliche Verpflichtungsgeschäft und das sachenrechtliche Verfügungsgeschäft ausmacht und dass sich nach dem Trennungsprinzip Rechtsgeschäfte in Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft unterscheiden lassen. Dies gilt auch, wie wir in einem Bäckereibeispiel gesehen haben, für Rechtsgeschäfte, bei denen eine Unterscheidung erst bei genauerem Hinsehen möglich ist. Auf dem Trennungsprinzip beruhend das Abstraktionsprinzip, nach dem die Wirksamkeit von Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft unabhängig voneinander sind. Das heißt, dass die Unwirksamkeit des einen nicht automatisch die Unwirksamkeit des anderen bedingt. Die Beherrschung des Trennungs- und Abstraktionsprinzips im deutschen Zivilrecht ist elementar und wird Ihnen in Studium und Arbeit noch häufig begegnen.